Kutzop hat jetzt den Nibiru-Posten übernommen. Da wechseln die beiden sich ganz geschickt ab, Petzai und Kutzop. Scharf. Und Votava. Meier. Wieder Petzai. Ja, da hat er nicht aufgepasst, da hat er nicht mitbekommen, dass von hinten noch Morozov kam. Die Möglichkeit zum Konter für Odessa. Und da vorne ist schon wieder der schnelle Morozov, ein typischer Linksaußen. Große Möglichkeit jetzt. Scherbakow könnte schießen. Zwei Bremer da. Meine Güte, Igor Juschenko. Nach 13 Spielminuten in der ersten Halbzeit. Das 1:0 für Czernomorets Odessa. Da schien es so, als hätte die Bremer Abwehr den Ball schon aus der Gefahrenzone herausbekommen. Und dann aus dem Hinterhalt direkt genommen von Juschenko das 1:0 für Odessa. Schöner Konter, klug angesetzt Morozov gegen Schaf und das 2:0. Oh, das haben sie ja perfekt gemacht. Eine Szene aus dem Fußball-Lehrbuch, meine Damen und Herren. Das war Alexander Scherbakow. Herrlich gespielt. Das Mittelfeld mit ein, zwei Spielzügen überbrückt. Wie immer über den gefährlichsten Mann im Team, über Oleg Morozov, der die Flanke hereingab, der herrlich gesehen hat, wie Scherbakow mitgelaufen ist. Und der hatte dann überhaupt keine Mühe, den Ball zum 2:0 für Czernomorets Odessa einzuschieben. Litka, Thomas Schaaf und Frank Neubart wird da etwas unsanft zu Boden gestoßen. Plaskina, der Libero, war der Übeltäter, damit also Freistoß für Werder. Eingeblendet haben sie hier noch einmal die Mannschaftsaufstellung. Ich glaube, es reicht aber, wenn ich Ihnen die Spieler nenne, wenn sie am Ball sind. Das zum Beispiel war Kutzop mit diesem Freistoß und hier Bruno Bulenda. Und da kommt Kutzop wieder. Thomas Schaaf ist jetzt hinten geblieben als letzter Mann. Meier könnte schießen, macht das auch. Und das Tor! Oh, das war wichtig. 1:55 gespielt in der zweiten Halbzeit. Der Anschlusstreffer durch Norbert Meier. Hier sehen Sie noch einmal die Wiederholung. Schön angenommen, den Ball auf den linken Fuß gelegt. Und dann ein Aufsetzer, wirklich nicht zu halten, für Grischko im Tor von Czernomorets Odessa. Halilović ed eccoci a Utrecht, dove l'Utrecht ha battuto la Dinamo Kiev per 2-1 al 40° del primo tempo. Vanno in vantaggio gli olandesi al termine di questa azione, cominciata con un gran tiro da lontano ma poi proseguita fino a questo cross per il colpo di testa di Kroijs vincente. Colpo di testa di Kroijs, 1-0 in favore dell'Utrecht a 5 minuti dalla conclusione. Rivediamo la parte finale con il cross molto bello dalla sinistra e lo stacco di Kroijs che peraltro era stato lasciato un po' troppo solo dai difensori. 18° della ripresa, azione di calcio d'angolo, viene ripetuto il calcio d'angolo dalla parte opposta, il corner radente è stato mandato ancora oltre il fondo e questa volta colpo di testa all'indietro di Van Loon ed è il gol di Van Loon che porta il 2-0 per l'Utrecht, un risultato valido a questo punto, un risultato quasi di garanzia. Rivediamo l'azione, il corner, il colpo di testa all'indietro di Van Loon ed è il 2-0. Ma nei minuti conclusivi c'è un importante gol da parte della Dinamo per il valore dei gol segnati in trasferta, è molto importante. Il gol di Demjanenko, vedete che è un po' trovato questo gol. Demjanenko arriva appena appena a toccare la palla con la punta, palla che poi batte sul palo e finisce in rete. Anche nella ripetizione si può vedere bene come l'azione sia stata un po' fortunosa. Ecco l'aggancio proprio al pelo e la palla che schizza sul palo e va in gol. 2-1. Это футболисты, которые сейчас ведут атаку, футболисты Утрехта доказали в первом матче. И вот первый же удар по воротам киевлян, и судья указывает на центр. 10 номер, 29-летний полузащитник Тонде Крюйс.
вот он оказался виновником того, что произошло. Ну что, киевляне, сейчас штурм, только штурм ворот соперников. Задача усложнилась. Ну вот еще один удар. И Олег Блохин забивает очень нужный гол. Еремчук. И затем сильнейший удар правой Олега Блохина. 1-1. На гол киевляне ответили голом. Менее минуты прошло. 1-1. Василий Рад устанавливает мяч. Он очень хорошо так сейчас научился подавать, подрезая мяч по дуге. Это еще не тот сухой лист, который был, но вот посмотрите, как здорово было сыграно. Вратарь апеллирует судье. Ван Лун хватает судью руками, показывая, что было нападение на вратаря. Вот сейчас небольшая такая заминка в ходе встречи. Посмотрите, как это было. Но судья показывает на центр. Спокойной жизни во втором. Вот только бы не допускать ошибок в защите. Контратаки гостей редки, но опасны. Капитан киевлян Анатолий Демьяненко. Яковенко. Спокойный розыгрыш мяча и затем взрыв. Вот так это будет. Заваров. Еремчук. Кому отдать? Баль. Из-под ноги Андрея Баля. Мяч ушел вот за боковую линию. Баль вбрасывает его из-за боковой. Яковенко с мячом. Навесная передача в штрафную площадку. Кто будет бить? Отлично! И наконец-то Александр Заваров добивается успеха. Вы знаете, я так переживал за Александра. Он в первом тайме создал много моментов и сам бил поворотом. Но не удавались ему вот завершающие удары. А сейчас стремительно среагировал на эту передачу. Вот вы посмотрите, Евтушенко прикрыл его. Мало уделяет внимания организации атакующих действий. Александр Заваров. Хорошо проходил в штрафной площадке. Был толчок в спину, конечно же, был. Ощутив, кто, насколько Заваров опасен, хотя уже после первого матча это отмечали и спортивные журналисты голландские, и тренеры. Нол де Руйтер и Хэнк Вон, второй тренер. Футболисты Утрехта выстраивают стенку. Идет подготовка к тому, чтобы нанести удар. Это опасно, но стенка не сдвигается ни на метр дальше, хотя она находится на расстоянии едва ли 8 метров. Вот так! Наконец-то успех пришел и к Вадиму Евтушенко. Четвертый гол. Вот теперь, я считаю, все стало на свои места. Удар, молниеносная реакция вратаря, но мяч-то в руки он не взял, а Вадим Евтушенко чудесно сыграл на добивание. Вот 4-1. Либеро Бруно Пецай. Фрайстоз. Фаул ан Мутава. Фрайстоз. 8,5 Minuten gespielt. Der Spezialist für solche Fälle natürlich Michael Kutzop. Früher konnte er ja schon bei den Offenbacher Kickers viele Freistöße verwandeln. Und auch beim SV Werder hat er diese Gefährlichkeit schon ein ums andere Mal aufblitzen lassen. Schiedsrichter sehr korrekt. Er deutet an, schon die erste gelbe Karte ziehen zu wollen. Und dann Kutzop.
abgefälscht und Tor. Was für ein Auftakt. 1:0 für Werder Bremen nach 9 Minuten. Das war das, was Otto Rehhagel gefordert hatte. Ein frühes Tor, um die Russen aus der Defensive zu locken. Die Wiederholung, keine Abwehrmöglichkeit für Torwart Grischko. Der Ball war von einem eigenen Spieler abgefälscht worden. Und hier der Torschütze Michael Müller, Gruber, Ruhländer, Hermann. 6 Stammspieler fehlen dem SV Werder. Erstaunlich, dass diese Mannschaft es dennoch zurzeit so weit und so gut bringt. Gegenangriff, Pasulko und völlig überraschend der Ausgleich. 21. Minute, damit hatte keiner rechnen können. Der erste ernstzunehmende Angriff von Schwarzmeer-Odessa. Und das war das Tor zum 1:1. Mittelstürmer Viktor Pasulko. Die Wiederholung. Hier überwindet er Kutzop und ist mit der Fußspitze eher am Ball als der herausstürzende Bodenski. 1:1 der Spielverlauf auf den Kopf. Immer wieder Fehlpässe im Mittelfeld. Und wieder der feilschnelle Morozov. Die Bremer reklamieren abseits und wieder ist der Ball im Netz. 2:1 für Schwarzmeer-Odessa. 47. Minute. Ja, war es nun abseits oder nicht? Wenn der Schiedsrichter auf Tor erkennt, ist natürlich die Frage beantwortet. Die Zeitlupenwiederholung. Ich glaube, es war kein Abseits. Der feilschnelle Morozov hatte sich im richtigen Moment von Schaaf und Kutzop gelöst. Und mit diesem Heber bringt er Schwarzmeer-Odessa 2:1 in Führung. Und nicht nur Dieter Bodenski war fassungslos. An Ordenewitz. Meier will den Freistoß ausführen. Neubart, Petzai, kein Tor. Schiedsrichter hatte abgepfiffen. Der Ball hatte die Seitenauslinie überschritten, aber nicht die Torlinie. Zeitlupenwiederholung. Und just in diesem Moment passierte hinter dem Rücken des Schiedsrichters eine Tätlichkeit. Ich habe sie selbst genau gesehen. Norbert Meier, der sich den Ball zum Freistoß holen wollte, wurde von dem sowjetrussischen Spieler Saveljev hinterrücks in die Beine getreten. Schiedsrichter McGinley konnte es nicht sehen. Sein Linienrichter McGuire hatte es aber angezeigt. Der Schiedsrichter befragte seinen Assistenten, zeigte dann an Rücken Nummer 6. Er suchte den Mann mit der Nummer 6. Dann fand er ihn und rote Karte. Völlig zu Recht. Eine Unbeherrschtheit von Savelje. Rote Karte, Schwarzmeer-Odessa, 50. Minute, Freistoß Meier. Grischko, Mutava. Thomas Wolter. Petzai und Tor. 2:2. Die Variante hatte sich bezahlt gemacht. Bruno Petzai mit 1,90 Meter, der längste Bremer Spieler, konnte die sowjetrussische Abwehr überwinden. 2:2 nach 53 Minuten. Das Bremer Publikum, wirklich ein hervorragendes Publikum, feuerte seine Mannschaft an. Obwohl der SV Werder noch eine Viertelstunde, 11. Eckstoß für Werder. Das Spiel nur noch auf ein Tor. Herrlicher Direktschuss Votava und eine genauso gute Parade von Grischko. 12. Ecke. Das Eckenverhältnis inzwischen 12:2 für die Bremer. Die Mannschaft kämpfte aufopferungsvoll. Und dann ist der Ball im Tor. Neubart. Frank Neubart, der Torschütze. 3:2 in der 74. Minute. Das werden wir uns noch einmal anschauen. Hier Petzer, er wird geklammert. Neubart mit dem Kopf und dann rutscht der Ball ins Netz.